Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Skyward. Ja, Folge 7. Ja, Folge 7. Ja, in der letzten Folge waren wir im Labor. Und ich habe schon wieder diese komische Textur, danke dafür. Ja, in der letzten Folge waren wir im Labor. In der heutigen Folge werden wir mal gucken, ob der Brief endlich mal angekommen ist von Professor Timo. Und ja, mit dabei ist der Melon-Yoshi. Hallo. Ah, da ist er ja. Und ja, mal gucken, ob im Briefkasten des Beckens was ist. Und ja, da ist ein Brief. Und der dritte Sharp. Wie geil. Energiestein. Ein blau-orangener. Und die Optimierung. Mal gucken, was da drin steht. Hey Jungs, ich habe komplett vergessen, euch zu erklären, wie ihr den Teleporter optimiert. Folgendes, in der Anleitung, die ich damals geschrieben habe, steht, dass ihr den Knopf so lange drücken sollt, bis die Maschine nicht mehr zu hören ist. Das ist falsch. Dadurch bleibt immer ein bisschen Restenergie in den Steinen. Ihr müsst die Maschine laufen lassen, wenn ihr die anderen beiden Knöpfe drückt. Dann sollte die gezielte Teleportation halbwegs funktionieren. Ja, halbwegs ist gut. Übrigens ist mir eingefallen, dass in meinem Labor zwei Energiesteine sein müssten. Das heißt, ihr müsst nur noch einen finden. Wie gesagt, fragt James, er könnte wissen, wo man einen Energiestein im Äther finden kann. Passt auf, Jay und passt auf, James war immer etwas misstrauisch. Er solltet ihm die ganze Situation vielleicht erklären. Viel Glück, Professor Timo. Das könnte eine Herausforderung werden, weil was wollte ich mich da reinschubsen? Ja, das heißt, wir haben jetzt drei Energiesteine und ja, brauchen nur noch einen. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir erstmal, wo der James ist. Denn den haben wir lange nicht mehr gesehen. Und ich gehe schon wieder in die falsche Richtung. Ich kann mir nie mehr merken, wo sein Haus ist. Hier haben wir uns gestern reingegraben. Das Lustige ist, die Folge wurde gestern produziert und ist gestern hochgeladen worden. Ja, was wir das geschafft haben, keine Ahnung. Du hast wieder deinen Hasen auf dem Kopf. Das ist mein Hase. Wo ist dein Hase? Weiß ich nicht. Will ich auch gern wissen. Achso. Armer Hase, der hat ja nichts getan. Okay. Weißt du doch gar nicht. Okay. Klopf, klopf. Ach, niemand zu Hause. Wow. Meine Orangen. Meine Orangen. So. Ey. Boah, jetzt gewittert das hier, ey. Und der grüne Regen. Warum ist eigentlich der Regen grün? Okay. Da ist er. Ich hab ihn gesehen. Edison, waren die hier? Ja? James? Ich würde an deiner Stelle mal stehen bleiben. Wir haben dir ein bisschen was zu sagen. Bleib du doch stehen! Penner. Ey. Mal nicht so aggressiv. Wir sollen dir ein bisschen was erklären von Professor Timo, beziehungsweise wie du ihn kennst, Will aus. Auf mich zu verarschen, verpiss dich! Ja, der Typ lebt noch. Wollte ich bloß mal so anmerken. Vielleicht bleibst du ja dann stehen, ne? Also. Der ist auch nie irgendwo runtergesprungen, aber. Jetzt würdest du mal stehen bleiben! Ich. Bleib du doch stehen, wenn du unbedingt willst, dass jemand stehen bleibt. Stehen bleiben! Also, wenn du wissen willst, was mit Will passiert ist, dann würde ich an deiner Stelle Ah, ich bugge! stehen bleiben. Okay, jetzt hat sich's ausgespielt, mein Freundchen, du. Also, dieser grüne Regen, WTF. Keine Angst davor zu kämpfen. Ja, wir wissen, dass du misstrauisch bist, aber wir wissen auch, dass Will noch lebt und dass Will Professor Timo ist. Und warte, Moment, Moment, das. Gott, warte mal, Moment, das muss ich erstmal im Kopf reinkriegen. Also, Moment, Will ist ein Wissenschaftler. Ja. Und der hat Kommst du unter fast? uns ein Labor gebaut. Genau. Und in diesem Moment, in diesem Labor hat er einen Teleporter gebaut, mit dem er sich zurückteleportiert hat und. Hä? Ja. Boah. Wollt ihr euch dann retten und dann
Hat nicht geklappt, ist zu alt geworden und hat uns dafür engagiert. Und wie wollt ihr uns retten? Indem wir solche kleinen komischen Kristalle hier finden. Energiesteine auch genannt. Und ja, wir brauchen nur noch einen. Du weißt, wo er ist. Und ja. Ja, uns wurde gesagt, du müsstest wissen, wo einer ist, beziehungsweise du hast ein Luftschiff. Und ja, und diese Energiesteine, da brauchen wir jetzt nur noch einen und dann können wir uns alle vier zurück teleportieren. Also, Luftschiff, komm mal mit. Junge, der ist verrückt. Acapulco! Okay. Okay, jetzt musst du dir. Chillig. Also ich würde hier ganz besonders aufpassen, denn ich habe das Gefühl, dass man hier gleich runterfliegt. Aber okay, solange die Wolken uns halten, ist alles tippitoppi. Die halten dich, keine Angst. Was passiert eigentlich, wenn man runterfällt? Bist du tot. Achso. Das ist gut. Das ist eine stabile und beruhigende Voraussetzung. Willst du Orangen haben? Ich hab selber welche. Also, die sind von dir, aber egal. Was? Das sind meine. Also warte mal, Moment. Also Edison und Will kannten sich schon davor. Ja. Und haben sich zusammen hierher teleportiert. Ja. Wir sind gleich da. Wie gesagt, es gab einen Unfall mit dem Schiff und... Ja, also... Was zur Hölle? Da ist irgendjemand, ich nicht, geflogen mit und hat's geschrottet. Es war, Schmedes. Ja, genau. Ah. Schmedes. Ja. Sieht gut aus. Ja, Schmedes. Sicher, dass das nicht du warst? Nee, das war Schmedes. Sicher, ja. Dass du einen Pilotenschein hast? Sicher, dass du weißt, wie man das Ding fliegt? Ja, jetzt fliegt es zwar nicht mehr, aber ich konnte es fliegen. Sicher oder war es doch Edison, der es geflogen hat und nicht du? Es war Schmedison. Edison war es nicht, ich war es nicht, es war Schmedison, ja. Wer ist Schmedison? Jemand, der nicht ein Luftschiff fliegen kann? So. Okay, ja, das kaufen wir dir mal so ab. Ja, gut. Ey, bist du ja, der Rest ist runtergefallen. Der Rest ist runtergefallen. Ja, das Ding ist eigentlich größer. Ah. Und mit Rest meinst du 70% des ganzen Schiffes, oder wie? Ich würde sogar 80 sagen, aber... Es ist sehr beruhigend. Ja, und wie kommen wir jetzt zu den Sharp? Kann ich nochmal den Stein ziehen, bitte? Gibt es in verschiedenen Farben und Formen. Ja gut, die Formen sind gleich, aber... Ich glaube, ich habe so ein Ding schon mal gesehen, aber... Davon gehen wir ja auch aus. Davon reden wir auch jetzt. Das könnte gefährlich werden. Gefährlich? Okay. Ja, sehr gefährlich. Was war das Gefährlichste, was wir gemacht haben? Ein Riss. Ach, stimmt. Und wir waren im Raum Zeitkontinuum, aber das ist eine andere Geschichte. Also, ja, das... Wir haben ja keine andere Wahl, sag ich mal so, ne? Also... Let's go. Okay, aber das wird eine Weile dauern. Moment, ich muss meine Rüstung holen. Wartet kurz hier. Bist du eine Orange? Jungs, es geht los. Es geht los? Mir nach. Okay. Let's go. Wird eine sehr lange und gefährliche Reise. Gefährliche Reise. Ah, schicke Rüstung. Danke. Ich wusste gar nicht, dass er überhaupt Materialien hat. Ich bin seit mehreren Jahren hier. Ich weiß ja, wo ich bekomme, eine Rüstung zu. Ja. Wie habt ihr es überhaupt so schnell geschafft? Och, das war eigentlich gar nicht schwer. Wir haben alles niedergeprügelt, was wir gesehen haben. Ja. Deshalb habe ich keine Tier. Im Grunde genommen brauchst du bloß eine Axt. Spitzhacke. Ich hab's verstanden, ihr habt alles getötet, was ihr gesagt habt. Und Ressourcenfarm, so, das ist nicht leicht. Schwer. Da vorne ist es, kommt. Okay. Okay. Ach du. Süße.
Okay. Also du sagst, hier vorne ist es. Oh ne, nicht diese Viecher schon wieder. Ich sollte vielleicht doch mal was essen von meinen über eins der Orangen. Ah, da ist es. Ich sehe es. Okay, der Stein müsste irgendwo da drauf liegen. Das ist irgendein altes Monument, keine Ahnung. Auf? Warum? Was zur Hölle ist das? Und warum sind das so viele Viecher? Ich weiß nicht. Ich hab's irgendwann mal mein Schiff halt geschrottet. Okay. Ich hab's. Ich renn weg. Beeil dich. Ich bin fast tot. Los, renn. Ich renn. Anderthalb Herzen. Okay. Ich hab's, glaube ich, geschafft. Okay. Ich hab den Schaub. Okay, erstmal was essen. Erstmal beruhigen. Erstmal was essen. Okay. Ich hab ihn. Den letzten Energieschein. Wo seid ihr? Noch am Kampf. Ich kämpf noch. Ich bin einfach rausgerannt. Ich glaube, sie wird auf. Wir haben sie, die vier Energiesteine. Jetzt müssen wir nur noch den Teleporter anmachen, reingehen und ich sehe euch. Und dann sind wir weg von hier, aus dieser komischen, aber schönen Welt. Viecher sind noch hinter uns. Lauf einfach. Verdammt, die Rüstung macht mich schwerer. Ja, das stimmt, das kann sein. Wo bist du? Ja. Na, ich meine den anderen. Hä? Ich bin hier. Wo ist hier? Ah, hier. Okay, komm schnell. Bist du blind? Es ist dunkel. Okay. Endlich. Alter, ich will nicht wissen, wie viele Tage wir jetzt gelaufen sind, ey. Meine Güte. Wer hat sich denn den Weg ausgedacht? Keine Ahnung. Mit dem Luftschiff ging es auf jeden Fall schneller, aber dank Schmelzen geht's nicht mehr. Alles klar. Da hinten diese Stelle. Ja, da ist mal irgendwie Tiere irgendwie versucht zusammenzutreiben und dann ist das passiert. Ah. Beachte das gar nicht. Okay. Also Moment, wo müssen wir jetzt hin? Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen zum Teleporter. Der ist im Labor und das ist unterm Haupthaus? Ja, beziehungsweise der Eingang ist unter Edisons Allerwertesten. Was? Edison sitzt drauf. Besser gesagt. Wir kommen jetzt da rein? Wie seid ihr überhaupt reingekommen? Ja, es gibt so eine alte Strategie, einfach kaputt machen und wir bauen einfach den Boden ab. So. Wir machen einfach den Boden kaputt. Beziehungsweise ich habe die Stelle, wo wir rein sind, markiert. Ah, hier ist ein Eier. Ich kann es gar nicht glauben, ich verlasse den Äther, dass ich das noch erleben darf. Dass Edison das noch erleben darf. Edison wird sich sehr freuen. Ich denke nicht, dass der noch glaubt, dass er in seinem Leben hier noch wieder rauskommt. Moin, Edison. Hey, Edison, wir kommen zurück zur normalen Welt. Ja. Wisst ihr nicht? Moment, wo jetzt? Ja, im Prinzip stehen wir drauf. Ich würde sagen, du gehen wusstest, wir runter, ne? Hier ist, du wusstest von dem Labor. Und du sagst mir nicht. Ach, guck an. Du wusstest, du... Ich bin ein Hase. Ah, du hast deinen Hasen wieder? Ich nenne ihn Bob. Nein. Du hättest es mir ruhig mal sagen können. Ja. Vielleicht mal Andeutung machen, dass ich selbst drauf komme. Okay. Guck mich an, wie ich mit dir rede. Edison scheint ein sehr verwirrter Mann. Edison, ich hab das, natürlich du hast das Boot. Ich hab das Boot nicht gecrashed. Das war jemand ganz anders. Ich war es zumindest nicht. Also jetzt einfach runter, oder? Ja, einfach runter. Soll ich's vormachen? Da. So. 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 Wow. Danach willst du eine Orange. Warte, du hast einen Igel. Ja, genau. So, warte. Rüstung. Ich habe nie eine Rüstung gemacht. Die müssen wir schnell holen. Nein, nicht töten. Töten böse. Oh Gott. Ja!